E-Funktion, Eulersche Zahl, Logarithmus Naturalis. Und immer wieder geht es um diesen einen blöden Buchstaben. E. Oder ist das vielleicht eine Zahl oder so? Und wenn ja, wo kommt die eigentlich her? In diesem Video möchte ich dir gerne zeigen, was es mit der Eulerschen Zahl E auf sich hat. Ich möchte es einmal in kurz und bündig erklären und einmal in etwas ausführlicher und verständlich. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Video. Um die Frage, Eulersche Zahl, was ist das eigentlich, vernünftig zu beantworten, habe ich mich für zwei Antworten entschieden, eine kurze und eine verständliche. Die kurze Antwort könnte so aussehen. Die Eulersche Zahl E ist der Limes von 1 plus 1 durch n hoch n für n gegen unendlich. Die Eulersche Zahl ist also nichts weiter als der Grenzwert von dieser Zahlenfolge hier. Da das jetzt noch nicht so mega verständlich ist, würde ich sagen, schau dir mal folgende Tabelle an. Da würde ich in die linke Spalte jeweils n eintragen und in die rechte 1 plus 1 durch n hoch n. Also genau dieser Ausdruck, der da oben steht. Jetzt nehme ich mir für n verschiedene Werte, zum Beispiel 1, 2, 3, 5, 10, 100, 1000. Also ich könnte jetzt für n verschiedene Zahlen einsetzen, jeweils hier und hier. Und wir starten mal mit 1. Was passiert, wenn ich 1 einsetze? Dann bekomme ich doch 1 plus 1 durch 1 hoch 1. N ist jetzt jeweils hier, hier und hier. Wenn ich ausrechne, sehe ich relativ schnell, dass ich doch dann 2 hoch 1 habe, also einfach 2. Das Ganze kann ich auch machen für 2. Dann habe ich 1 plus 1 halb hoch 2. Das N entsteht jetzt quasi hier, einmal hier und einmal hier. Kann man ausrechnen, ist 3 halbe hoch 2, ist 9 Viertel oder so. Und dann komme ich auf 2,25. Genauso kann ich auch verfahren mit 3, 5 und so weiter. Das kann man auch einfach mit dem Taschenrechner eingeben. Bei 3 kommt raus 2,370. Für 5 erhalte ich 2,488. 10 erzeugt mir 2,594. 100 erzeugt 2,705. Und 1000 2,717. Okay, da haben wir jetzt irgendwelche Zahlen, die irgendwie mit 2 zu tun haben. Na, also gemeinsam ist ihnen, dass sie alle mit 2 anfangen. 2, 2, 2, 2, 2, 2. So. Und die Zahlen nähern sich der 2,7 irgendwie an. Also wir gehen hier 2, 3, 4, 5, 7, 7. Also wir gehen über diese 7 nicht so weit hinaus. Jetzt kann man das noch weitermachen. Man kann auch noch 10.000, 100.000, 1 Million und 1 Milliarde einsetzen. Irgendwie laufe ich auf die Unendlichkeit zu. Ja, und bekomme dann die Zahl 2,71828. Und die nennen wir auch E. Ja, das heißt, E ist der Grenzwert dieser Folge und der Zahlenwert von E ist rund 2,71828 und so weiter. Merkt ihr ungefähr, wie wir das gerade gemacht haben? Ja, wir haben einfach verschiedene Ns eingesetzt, die immer größer wurden, bekommen dann einen Wert raus, einen Grenzwert. E ist eine wichtige Zahl. Merken. Die Eulersche Zahl E ist also eine irrationale Zahl, also eine Zahl mit unendlich vielen Stellen nach dem Komma. Ein bisschen so wie bei Pi. Pi ist ja auch in etwa 3,14159 und so hat E auch unendlich viele Stellen nach dem Komma. Wo genau die Eulersche Zahl E herkommt, musst du dir gar nicht merken. Mir wäre wichtig, dass du ungefähr weißt, dass E bei 2,72 liegt. E ist ungefähr 2,72. Lass es dir gut gehen, wir sehen uns im nächsten Video. Dein Rick.